Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge und heute schauen wir uns ein 3 vs 3 auf der Map Gedränge an. Das Besondere ist dabei, dass das Replay in meinem Livestream entstanden ist. Ich allerdings das Problem hatte, dass meine Mitspieler Verbindungsprobleme auf dem Discord hatten. Ich dachte mir am Anfang so, okay, gar kein Problem, wir spielen ganz regulär, wir kennen uns ja auch halbwegs, das wird schon klappen. Aber in dem Gefecht habe ich mal wieder gemerkt, wie unglaublich wichtig es eigentlich ist, dass man sich abspricht. Aus ganz vielen Gründen, die wir uns anschauen werden in dem Replay. Weil so viel sei gesagt, prinzipiell hätten wir den Gegner sehr häufig überrennen können. Problemlos, vermutlich. Aber ich habe gesehen, das Replay dauert ein paar Minuten und das hatte Gründe. Und ja, das schauen wir uns an. Auf jeden Fall 3 vs 3. Wir haben eigentlich ganz gute Nationen bekommen. Natürlich Random Nation und totaler Krieg mal wieder. Das gab es auch lange nicht mehr. Wir haben 2 Briten und 1 Franzosen. Das ist auf der Karte ganz gut. Der Franzose ist sehr wichtig, weil er eben mit den Bisspanzern durchaus auch durchkommen kann. Also man kann sich hier natürlich stark einbunkern mit Schutzbunkern und so weiter. Allerdings kommen Bisspanzer da eigentlich relativ gut durch. Und Briten sind natürlich sehr gut auf der Karte, weil wir eine sehr große, sehr breite Karte haben. Gut, ich habe meinen klassischen Eröffnungsmove gebracht, den ich immer bringe, wenn ich Großbritannien spiele. Ich habe einen Jagdbomber gebaut und ihn einmal schon mal zu den Gegnern geschickt. Wir werden uns das Replay auch ausnahmsweise mal sehr häufig aus meiner Perspektive anschauen, weil wir uns die Listen anschauen werden, weil wir uns anschauen werden, warum ich Dinge so getan habe, wie ich sie getan habe. Also Standardöffnungsmove von mir ist ein Hurricane raus, die muss man nämlich nicht erforschen. Und dann Luftaufklärer hinterher. Falls der Gegner nämlich seine Pioniere tarnt, kann ich ihn damit doch wieder aufklären. Meistens kann man mit dem Jagdbomber an sich aber schon was abfangen. Und dann noch ein Scheinluftangriff, meistens irgendwo weit hinten beim Gegner, auf irgendeiner Basis, also auf irgendeinem Sektor, den man sonst nicht braucht. Einfach um hier ein paar Scheinbomber, also Jagdbomber zu sammeln. Optimalerweise sammelt man die auch wirklich und lässt sie dann nicht hier hinfliegen, weil das ist sehr wichtig. Nur weil ich hier den Scheinluftangriff starte, heißt das nicht, dass die Flieger dahin müssen. Also die fliegen da standardmäßig hin, man kann sie manuell abfangen. Und dann hat man eben hier ein paar Truppen. Und die kann man dann sehr, sehr gut nutzen, weil ich habe gesehen, dass der Feind hier eine 90er Panzerschutzstellung hat. Und die feuert nun mal nicht sonderlich häufig. Deswegen ich mir das einfach zum Vorteil gemacht habe, indem ich einfach nur diese Scheinflieger drüber gejagt habe. Dadurch schießt eben die Einheit auf diesen Scheinflieger. Und noch bevor er den zweiten Schuss wirklich abgeben kann, kann ich dann mit 3 Jagdbombern die 90er Panzerschutzstellung ausschalten. Sowas könnt ihr eigentlich auch immer sehr, sehr gut nutzen, sobald der Gegner eine Einheit hat, die relativ selten feuert. Oder wenn da zum Beispiel sehr, sehr viele Panzerabwehreinheiten, also Panzerabwehrgeschütze sind, und ihr schickt da Fake-Einheiten als erstes rein, dann kann sein, dass die alle auf einmal auf eine Einheit schießen, obwohl ja theoretisch die Einheit nach einem Schuss schon kaputt wäre. Und dadurch könnt ihr euch wertvolle Sekunden kaufen, um näher ranzukommen. Also hier habt ihr eben gesehen, im Optimalfall kommt man dann ohne Verluste durch. Und das Spiel kann man natürlich eine Weile spielen. Da muss man an der Stelle erwähnen, der Italiener war nicht sonderlich erfahren. Meine größte Angst war tatsächlich nämlich auch, dass der Italiener uns rusht. Und deswegen habe ich auch ein paar Jagdbomber gebaut und auch war sehr froh drum, dass der Franzose hier seine Biss aufgestellt hat, weil ich absolut davon überzeugt war, dass er uns überrennt. Ich meine, als Italiener gegen 2 Briten, da kann man ja quasi nur drüber rennen. Vor allem waren es auch noch 2 Italiener. Deswegen war mein allererstes Ziel, einfach nur Zeit zu kaufen. Das erkennt man auch daran, dass ich nur ein Nachschubdepot gebaut habe. Und wer jemals in einem Livestream von mir war oder mit mir gespielt hat, der weiß, ich baue mehr als ein Nachschubdepot im Regelfall. Also da war einfach wichtig, schnell Truppen rauszubekommen, als dann klar war, okay, wir können dem Gegner hier Schaden zufügen, aber können ihn jetzt nicht unbedingt vernichten, habe ich dann auch angefangen, Nachschubdepots zu bauen. So, hier hat es mal wieder geklappt, schon 120 Dollar. Nur leider gab es dann einen größeren Fehler von mir. Das war so ein bisschen der Klassiker, den man immer mal wieder erlebt. Ich war einfach ein bisschen zu selbstsicher, dass das hier funktioniert. Und habe die Flieger da einfach dann, ja, war ein bisschen naiv, dass die da wieder zurückkommen, reingeschickt. Nur für die 40 Dollar. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Da hätte man das ein bisschen besser vorbereiten müssen. Entweder hätte man mehr Schaden anrichten müssen damit. Oder man hätte hier schon anfangen müssen, Luftabwehr zu bauen. Oder eben die eigenen Jäger hätte man hier positionieren müssen. Wobei dadurch, dass der Feind jetzt anfängt, hier Luftabwehr zu bauen,
wäre es natürlich auch fraglich gewesen, wie sinnvoll das Ganze dann am Ende vom Tag tatsächlich ist. Aber jetzt gehen wir mal wieder auf die Übersicht. Da sehen wir, der Gegner kann nur auf uns reagieren, erstmal, indem er sich einbunkert. Ganz gut vom Feind war es, dass er sich alle Nachschubdepots hier geschnappt hat. Also die haben quasi auch auf Zeit gespielt. Ist jetzt natürlich fraglich, wie sinnvoll das ist, wenn man Italien spielt, aber prinzipiell war es eben schon sinnvoll, da die Nachschubdepots zu sichern, weil dann hat man einfach mittelfristig mehr Geld. Ganz allgemein muss man aber sagen, wenn man totalen Krieg spielt, ohne Zeitlimit, so wie wir es gemacht haben, dann sind, vor allem auf einer Karte wie hier, dann ist eigentlich relativ egal, wenn man die Nachschubdepots baut, weil man kann sie eh komplett abfarmen. Also außer natürlich die hier, die sind manchmal ein bisschen umkämpft, genauso wie das hier, das kann man quasi nie bauen. Also da muss man aufpassen, da sind viele Depots am Anfang nur dann sinnvoll, wenn man 42 sehr stark ist. Und das ist natürlich auch sehr fraglich, wie sinnvoll das dann hier ist. So, hier wäre eine Offensive von mir beinahe schief gegangen. Ich habe nämlich versucht, hier einmal anzugreifen, um den Gegner einfach davon abzuhalten, jetzt viel Luftabwehr ranzubekommen. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Tipp. Wenn der Gegner anfängt, eine Menge Luftabwehr zu bauen, greift ihn am Anfang mal mit Luftwaffe an. Optimalerweise kann man einen Teil der Luftwaffe vernichten und kommt ohne größeren Schaden raus, weil er hat ja die Luftabwehr noch nicht extrem aufgebaut. Und dann kann man eben nochmal reingehen und nochmal und so den Feind davon abhalten, effektiv Luftabwehr aufzubauen oder es zumindest herauszögern, sodass es für den Feind sehr teuer wird. Problematisch ist halt natürlich nur, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, an dem es dann schwierig wird, weil einfach man dann selber viele Flieger verliert und man muss schon sehr viel Luftabwehr abschießen, um den Verlust von zum Beispiel zwei Jagdbombern irgendwie wieder reinholen zu können. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber gut, wir haben bemerkt, irgendwie lief es zwar jetzt die ganze Zeit sehr gut und wir waren auch sehr optimistisch, weil der Italiener erstmal nicht gerusht hat, was sehr gut ist. Und wir noch leben, das ist wichtig, wenn man es doppelt Briten hat. Aber so durch kommen wir irgendwie nicht. Und ich habe mich an vielen Stellen immer gefragt, warum eigentlich? Zum Beispiel hier rechts. Das war ein bisschen schwierig, da kam, das haben wir später noch optimiert. Jetzt an der Stelle aber nicht. Der Deutsche hat sich hier eingebunkert, sodass der Franzose mit seinen Biss nicht durch kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, vor allem wenn man sich das jetzt mal so aus der Godview anschaut. Hätte man alles gesehen, hätte man das hier locker ausschalten können. Vier Jagdflieger für die 8-8. Bisschen was auf Siegfried-Blockhaus und dann hätten die Bisspanzer einfach durchfahren können. Also wahrscheinlich auch, wenn das Blockhaus hier weiterhin bestanden hätte, hätte man mit dem Biss durchfahren können. Die halten ja durchaus ein bisschen was aus. Wenn man Fake-Einheiten reingebracht hätte, hätte man auch die 8-8 beschäftigen können. Also an sich, so viel hat der Feind da gar nicht. Man hätte mal einen Angriff koordinieren müssen. Aber ja, stattdessen habe ich eben versucht, hier so viel Schaden wie möglich anzurichten. Was mir leider nicht sonderlich gelungen ist. Und zwar, das war etwas sehr ärgerlich. War das hier? Ich glaube, ich wollte Fanatismus haben oder konnte es nicht platzieren, weil ich keins hatte. Oder jemand, also es war glaube ich später, hat jemand dann hier die Panzerbasis getarnt. Sowas ist schwierig. Also man muss immer aufpassen, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich meinen Scheinluftangriff hier drüben hingepackt habe. Also normalerweise, wenn da noch ein Sektor gewesen wäre, hätte ich da hingepackt. Weil man sich, wenn man aufpassen muss, man kann ja nur zwei Listen pro Sektor draufpacken. Und da kann man sich ziemlich viel verbauen. Auf jeden Fall war das jetzt hier der Riesenfehler von mir, bei dem ich auch gemerkt habe, okay, so kann es eigentlich nicht weiterlaufen. Auch einer der Gründe, warum ich nicht das Live-Gefecht hochlade, weil ich habe mich da schon ein bisschen aufgeregt. Weil alleine komme ich da nicht durch. Was bitter ist, weil ich wusste genau, was der Feind tut. Und ich wusste auch, dass man sehr einfach kontern kann. Vielleicht einmal ganz kurz angesprochen, wenn viele immer sagen, so Heiko, ja, wenn man deine Rouge-Plays sich anguckt, dann kann man meinen, du wärst echt gut in Rouge und dann machst du so dämliche Fehler in deinen Live-Gefechten. Das ist natürlich immer sehr einfach zu sehen, wo der Fehler liegt. Im Vergleich dazu, sie nicht zu machen. Und deswegen sollte es auch nie als Kritik aufgefasst werden, wenn ich irgendwem in so einem Replay sage, dass er was falsch gemacht hat. Also das, jeder macht da Fehler, man kann quasi gar nicht perfekt spielen. Aber gut, also wir haben eine andere Strategie gebraucht. Die Strategie hieß dann aber fürs Erste, okay, im Early Game machen wir die jetzt nicht mehr fertig. Die haben sich eingebunkert. Man muss jetzt im Nachhinein sagen, so hart, wie ich es erwartet habe, haben sie sich gar nicht eingebunkert. Es geht eigentlich, also klar, diese 90er Panzerschutzstellung.
Okay, die hatten schon was auf. Also mit Bisspanzern würde ich da jetzt nicht durchfahren. Wobei, eigentlich schon doch. Man hätte hier wahrscheinlich einfach mit Bisspanzern durchfahren können. Zumal der eine, glaube ich, gar nicht... Weiß nicht, ob der darüber schießen kann. Wenn er nicht auf die Brücke schießen kann, wäre das natürlich problematisch für den Gegner gewesen. So im Nachhinein, doch, das wäre eine Option gewesen. Aber gut. Und zwar klar, so kurzfristig wird es nichts mehr. Also habe ich angefangen, die Nachschubdepots hier zu sichern, weil erfahrungsgemäß einfach die Seite gewinnt, die die Nachschubdepots hier hält. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Und der Gegner hat leider, und das war etwas, das mich sehr, sehr gestresst hat, hier diese Nachschubdepots gehalten. Und irgendwie kamen wir da einfach nicht durch. Das war ein bisschen schwierig. Also sowas sollte man nicht machen. So im Nachhinein würde ich einfach sagen, okay, hätte man kommuniziert, hätte mir der Franzose irgendwo gesagt, jo, er kommt da nicht durch wegen den 8-8. Und ich hätte gesagt, okay, ich kann meine Luftwaffe hier oben nicht nutzen, weil da ist zu viel Luftabwehr. Dann wäre man halt hingegangen, hätte optimalerweise mit ein bisschen Vorbereitung Folgendes gemacht. Man baut hier über Luftabwehr. Das hätte man so oder so gebraucht. Also habe ich dann auch gemacht, weil ja, irgendwer muss es halt machen. Und bei zwei Briten kann auch mal der Brite die Luftabwehr bauen. Und dann hätte man mit Jagdfliegern, also wir haben uns darauf konzentriert, dass nicht der Wendler hier quasi Jagdflieger baut, weil die muss man extra forschen. Und die 50 Dollar wollte ich mir einfach sparen. Dafür kann ich über zwei Jagdbomber bauen. Dass wir das einfach ein bisschen aufteilen. Und dann hier einmal für Aufklärung sorgen, vielleicht auch mit zwei, drei Luftaufklärern. Also niemand hält einen davon ab, dass man zwei, drei Luftaufklärer baut. Fake-Luft, also Fake-Angriff hier drauf, dass man da eben noch ein paar Fake-Flieger reinbringt. Blitzfanatismus und dann rein da. Jagdflieger schalten priorisiert die 8-8 aus, danach gehen sie auf die Luftabwehr. Jagdbomber schalten den Siegfried-Blockhaus aus und alles, was übrig bleibt, zerstört noch Reste der Luftabwehr oder der Infanterie. Und dann hätten die Bisspanzer sofort quasi mit demselben Blitz und Fanatismus, da lohnt sich wenigstens die List. Und schön ist auch noch der Sektor hier, der geht hier über die Brücke. Auf jeden Fall, die hätten mit derselben List noch rein müssen. Und dann wäre das hier clear gewesen. Also, sage ich jetzt so einfach. Während dem Gefecht zu koordinieren, ist natürlich auch schwierig. Zumal jeder immer so ein bisschen an seiner Seite kämpft und natürlich für jeden die eigene Front das Wichtigste ist. Und sowas ist natürlich fatal, was der Gegner hier gemacht hat. Hat er jetzt ein bisschen Glück noch? Ja, wobei eigentlich nicht. Eigentlich hat er echt hart aufs Maul bekommen. Man braucht immer einen Rückzugspunkt. Also man braucht immer einen Punkt, an dem die Luftabwehr quasi, also an dem eigene Luftabwehr oder ähnliches steht, damit der Feind einen nicht weiter abfangen kann. So, kurzer Cut, weil ich gemerkt habe, dass mein Mikrofon zu leise ist. Ich hoffe, das hat in dem Video bis jetzt gepasst. Aber auf jeden Fall, man braucht immer ausreichend Luftabwehr, dass man sich zurückziehen kann, dass eben sowas nicht passiert, dass die feindliche Luftabwehr einen da zerlegt. Vor allem, wenn man mit sowas wie Sparajevo angreift, weil die kosten nämlich 30 Dollar das Stück und das ist natürlich sehr, sehr, sehr problematisch, wenn die da in Massen abgeschossen werden. Also generell hat sich da jetzt niemand wirklich großartig mit Ruhm bekleckert. War einfach manchmal ein bisschen unkoordiniert, also Gegner, dass er hier jetzt angreift. Muss man mal schauen, ob sich das für ihn gelohnt hat. Ich glaube nicht, aber er kam dann wiederum auch mit mehr zurück, als man, also als er hätte zurückkommen sollen. Also wenn man darauf vorbereitet gewesen wäre, hätte man ihn auch abfangen können. Man muss auch sagen, auf der Map ist wirklich so, dass der Luftwaffeneinsatz prinzipiell zwar sehr praktisch ist, weil wir eben so eine Strategie theoretisch durchführen könnten, wie ich es vorher angesprochen habe, dass wir alle Flieger auf einmal hier drauf konzentrieren. Und generell, wie immer, hat Napoleon ja schon gemacht, versucht man, den Feind zu separieren, was hier kein Problem ist, weil der Feind ist schon separiert. Und dann muss man als eine Hauptarmee agieren und an einer Stelle zuschlagen. Und das ist mit Luftwaffe eben verdammt einfach, weil sie sehr mobil ist. Und ja, sowas geht zwar prinzipiell auf der Map ganz gut, weil sie sehr breit ist und der Feind dadurch automatisch immer separiert ist. Aber man kann mit der Luftwaffe nicht wirklich zum Feind gehen, weil einfach überall Luftabwehr stehen wird. Und da sieht man auch, irgendwann mal ab einem gewissen Punkt ist Luftabwehr sehr effizient. Wir verlieren hier zwar Luftabwehreinheiten, ja, aber diese Sparajevos kosten auch ziemlich viel. Also meistens sind Jagdbomber ja recht teuer. Und war jetzt hier ein bisschen ärgerlich, dass ich keine eigenen Jäger dabei hatte. Aber er hat doch einiges verloren. Und da hatte ich einmal Glück, also das heißt, ja, war schon eher Glück, weil ich achte nie so richtig drauf. Mein Flieger ist quasi so nah am Feind ran, dass der Feind getriggert wurde, ihn zu jagen. Und dann ist er zurückgeflogen über die eigene Luftabwehr.
und hat somit dem Gegner das Leben echt unschön gemacht. Und da hat der Gegner auch richtig Pech. Also da wurde er zu gierig, wollte unbedingt noch den Jagdbaum abschießen und hat da sehr viel Schaden kassiert. Generell, der Feind fängt jetzt an, schwere Artillerie zu bauen. Dann kommt natürlich darauf an, für was er sie benutzt. Aber meistens haben die Leute nicht so ein wirkliches Gefühl für Effizienz und Kosten. Und zwar, diese Artillerie könnte zwar diese Luftabwehr hier ausschalten. Ja, aber die Luftabwehr kostet mich $40 und er braucht dafür ewig und hat dafür jetzt bereits $140 ausgegeben. Also ich habe auch während des Gefechts dauerhaft den Feind dafür kritisiert, dass er schwere Artillerie baut. Auch wenn sie sich wahrscheinlich sogar gelohnt hat am Ende vom Tag wegen dem ein oder anderen Patzer von mir. Aber im Regelfall lohnt sich das nicht. Also ich bin gar kein Freund von schwerer Artillerie. Außer man kann sie natürlich mal so in Massen produzieren, dass Geld keine Rolle mehr spielt. Aber effektiv schießt er jetzt hier auf meine Luftabwehr und passiert halt nichts großartig. Man könnte sie als Konter zu meiner Artillerie ansehen, aber das war ein bisschen kalkuliert. Und zwar hat der Feind angefangen, hier Artillerie zu bauen. Und dann habe ich Artillerie gegengespammt. Das hat man jetzt leider gar nicht mehr gesehen. Die durchaus auch am Anfang Erfolge verzeichnen konnte. Also da wurde dem Feind ordentlich Schaden hinzugefügt. Und das war eigentlich gar nicht mein Ziel. So eine Artillerie kostet $25. Ich hatte eh schon eine Artilleriebasis. Ich habe 2 Stück davon gebaut. Sie mehr oder weniger verteilt aufgestellt. War, glaube ich, nicht ganz optimal. Und habe dann einfach mal auf den Feind geschossen. Der Feind hat nämlich leichte Artillerie gebaut. Und der nächste logische Schritt wäre natürlich, dass der Feind größere Artillerie baut. Also eine mit einer höheren Reichweite, weil das war eben mein Vorteil. Meine Artillerie hat 1,2 Kilometer Reichweite und seine nur 800 Meter. So. Und der Feind hat jetzt eben diese schwere Artillerie gebaut. Dadurch hat er kurzfristig sehr viel Geld für etwas ausgegeben, was er jetzt nicht mehr ausgeben kann. Sowas mache ich auch ganz, ganz gerne kurz vor 1942, dass die Gegner eben noch einmal so richtig Geld ausgeben, bevor sie es dann wirklich deutlich effizienter benutzen können. Ja, hat sie, wie erwähnt, ein bisschen gerecht, weil ich immer was... Also man muss sie halt alles tarnen. Und wenn man sich das hier mal anschaut... Ja, Verbündete hat das hier getarnt. Also wenn ich hier eine Panzerbasis gebaut habe und der Feind gibt $140 aus für schwere Artillerie, dann ist halt so. Dann ist diese Panzerbasis halt tot. Also die jetzt dann mit dem Tarnnetz schützen zu wollen, finde ich nicht sinnvoll. Einfach eine Basis bauen und dort tarnen. Weil am Ende gehen einem die Listen aus. Oder es passiert so etwas wie das hier. Also hier wurde jetzt ein neues Tarnnetz draufgepackt. Und mir war klar, okay, der Feind steckt da in dieser Stadt drin. Das ist blöd, ich kriege ihn da auch nicht raus. Ich weiß, Artillerie ist nicht sonderlich effizient. Der kann da jetzt auch Panzerabwehr reinpacken. Kriege ich den da auch mit Panzer nicht raus. Infanterie kriege ich da eh nicht mehr rein. Dafür sind wir zu weit im Gefecht. Generell alles blöd. Aber schwere Bomber. Schwere Bomber kommen eigentlich meistens durch. Also schwere Bomber sterben zwar auf dem Einsatz, aber im Regelfall kommen sie durch. Und man muss auch sagen, ich war ungeduldig. Weil ich eben wusste, dass der Feind das hier abfarmt und das uns noch absolut zum Verhängnis wird. Das muss einfach schnell was passieren. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Habe ich einen Fake-Angriff mit reingeschickt? Nee, ohne Fake-Angriff dieses Mal. Aber ich habe erst meine Jagdbombe reingeschickt und dann meine Bomber, die eben hier einmal drüber gehen sollen, alles ausschalten sollen. Und da bin ich ein bisschen ausgerastet, weil ich eben noch Blitz draufpacken wollte. Ich hatte auch Blitz übrig, aber es ging halt einfach nicht. Und naja, das war alles ein bisschen, wahrscheinlich wäre es auch ohne Blitz zur Katastrophe geworden. Aber ja, da hat jetzt halt gar nichts funktioniert. Also ein Teil des Plans ging auf. Hier diese beiden Bunker ausschalten. Das waren schon mal $80. Das ist okay. Das hat ordentlich Schaden angerichtet. Und hier seht ihr auch, wie alle Einheiten geflohen sind. Wäre der zweite Bomber auch durchgekommen, beziehungsweise der ist durchgekommen. Ich habe nur das Ziel nicht richtig ausgewählt gehabt, weil ich mich eben so aufgeregt habe über die Lisch. Dann wäre hier alles tot gewesen. Also ihr seht, es wurde alles getroffen, alles hat also flieht quasi. Und wenn es flieht, heißt es, die haben weniger als 50% Leben. Und ein zweiter Bomber und ich wäre halt alles clear gewesen. Und wir hätten da quasi durchfahren können. Zum Nachhinein, ja, noch nicht ganz. Also wenn das hier ausgeschaltet gewesen wäre, dann wäre der Vorteil gewesen, ab dem Moment, in dem die Bomber reinfliegen,
Also ab dem ersten Bomber können die Feinde nicht mehr schießen. Ab dem zweiten sind sie dann auch tot. Das heißt, meine Einheiten wären vermutlich lebend zurückgekommen. Hätten dann kurz gebraucht, bis sie sich auf dem Flugfeld regeneriert hätten. Aber dann hätte ich schneller meine Luftwaffe wieder reinschicken können, als der Feind eine neue Luftabwehr hätte aufbauen können. Und das hätte bedeutet, im zweiten Run wäre die Stadt hier gefallen. Dann hätten wir Truppen reinbringen können. Und dann hätten wir mal geguckt, was hat der Feind noch an Verteidigungsanlagen. Im Regelfall keine mehr. Und wenn, dann hätten wir da wieder mit Bombern drüber können. Auf gut Deutsch, wir hätten einfach gewonnen. Wir hätten den Feind ausbluten lassen können. Wir wären in einen Aufrüstungswettbewerb reingekommen, in dem wir einfach so einen Vorsprung haben, dass er nicht mehr aufholen kann. Das war in der Theorie der Plan. Nur der eine Bomber hat sein Ziel verfehlt. Dann kann der Plan natürlich noch so gut sein. Ist immer ein bisschen schwierig, sowas auch im Bombenangriff zu koordinieren, wenn der Gegner das tarnt. Aufklärung und Rouge ist ja sowieso sehr wichtig. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach 2-3 Luftaufklärer reinschicken sollen. Für sowas ist man aber dann meistens doch ein bisschen zu geizig. Und ja, mein Bomber-Run ist gescheitert. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das waren insgesamt $90. 80 habe ich ausgeschalten. Ja, war auch, also wäre deutlich mehr drin gewesen. Und es war auch sehr peinlich, aber war jetzt kein Weltuntergang. So. Hier wollte ich unbedingt dieses Nachschubdepot zurückerobern, weil wir brauchen das Geld. Also es kann halt einfach nicht sein, dass der Gegner uns da so überrennt, obwohl eigentlich dauerhaft die Möglichkeit besteht mit unserer Luftüberlegenheit, dass wir den Gegner fertig machen. Aber hier habe ich dann mal kurz gezweifelt. Also ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung mit Rouge-Spielen. Ich habe jetzt demnächst meine 1000 Stunden und davon habe ich bestimmt 500 Replays. Ja, das war halt auch dumm. Kommentiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir gewinnen das nicht mehr. Wir haben die Luftüberlegenheit schon nicht erreicht, dass der Gegner nur billige Jagdflieger hatte, jetzt hat er bessere. Wir haben irgendwie nichts auf dem Feld, was Power hat. Der Deutsche wird auch nicht schwächer. Uns geht das Geld aus. Der Feind hat mehr Punkte, der Feind hat mehr Geld. Schwierige Situation auf jeden Fall. Der Angriff da übrigens, um darauf nochmal einzugehen, war deswegen dumm, weil er einfach nicht abgesprochen war. Also das ist ja auch so ein bisschen Kernthema dieses Videos hier. Alles, was hier schief läuft, läuft schief, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Und das ist sehr wichtig. Also hätte er mit dem Angriff hier eine Minute länger gewartet, dann hätten wir hier noch Fanatismus draufgepackt. Dann hätte ich wieder meine Bombe reingeschickt, weil es hat beim ersten Mal ja halbwegs funktioniert. Dann hätten meine Bombe ja alles platt gemacht, meine Jagdbomber hätten danach vielleicht noch irgendwas platt gemacht und seine hätten hier alles ausgeschaltet und das vermutlich fast verlustfrei. Habe ich ein bisschen dumm kalkuliert. Da seht ihr, ich habe die Bombe wieder reingeschickt. Diesmal mit Blitz und Fanatismus. Aber war, also meine Jagdbomber hätten vorher rein müssen, dass meine Bomber das überleben, weil die Jagdbomber kann man damit ja schneller rausziehen. Also prinzipiell, und der Bomber, der war natürlich komplett lost. Hat zwar jetzt sich noch gelohnt. Ihr seht auch, dass der Feind kaum mehr Luftabwehr hat. Also meine Bomber kommen einfach zurück. Aber, ja, das war einfach nicht optimal. Also man muss da immer ein bisschen timen. Vielleicht schon mal ein Fakt vorweg, der auch in einem 100 Fakten zu Rouge Video kommt. Wähle ich eine Armee aus und schicke sie irgendwo hin, bewegt sich die gesamte Armee mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit. Bei Luftwaffe nicht. Die bewegen sich immer mit Maximalgeschwindigkeit. Und das ist eben ein Problem, weil dadurch muss man das so ein bisschen timen, also muss man meistens die Bomber vorher losschicken und die Jagdbomber danach optimalerweise so, dass hier die Jagdbomber halt so eine Millisekunde früher reinkommen. So, was der Gegner jetzt gemacht hat, er hat gegengepusht, das war vielleicht vom Gegner nicht so optimal, weil wir hatten tatsächlich noch ein paar Jagdbomber übrig, vor allem haben viele auch, die im Einsatz waren, die haben gar nichts abbekommen. Deswegen konnten wir uns hier drauf konzentrieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch relativ konzentriert versucht, immer die feindliche Aufklärung auszuschalten, weil Tiger ohne Aufklärung sind halt de facto jetzt nicht wertlos, aber können halt ihre Stärken nicht ausspielen und dann sind sie preis-leistungsmäßig halt schwierig, weil die 500 Meter Reichweite sind das, was den Tiger so gefährlich machen. Ja, und deswegen konnten wir den Tiger hier einfach mit Jagdbombern ganz angenehm zerschießen, vor allem, weil hier die Luftabwehr ja in großen Teilen weg war und wir die Einheiten hier einfach ganz gut durchgebracht haben und das war so ein bisschen der Wendepunkt, den wir aber hätten schon viel, viel früher erreichen können. Also wenn man sich mal anschaut, was hier drin stand, das hätte früher geknackt werden können, problemlos. Also selbst mit diesem nicht koordinierten Angriff, und über den Fehler reden wir jetzt einfach mal nicht, ja, haben wir das jetzt hier quasi geklärt. Problem war nur, wir waren zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich größere Probleme hatten,
wo wir einfach nicht mehr die Ressourcen hatten, um dann wirklich den Gegner zu überrennen. Der Gegner hatte gegebenenfalls noch die Ressourcen. Und mir war klar, Admin-Gespamme verlieren wir. Darauf können wir nicht warten. Können jetzt nicht einfach die 13, 14 Minuten sind so fast, abwarten und uns dann einbunkern. Wir müssen jetzt was tun. Was ich an der Stelle hätte tun sollen, wäre übrigens mal meine Luftwaffe hochschicken oder das Ganze hier tarnen. Da war ich ein bisschen unaufmerksam. Im Livestream beantworte ich ja gerne mal Kommentare. Das ist ja aber auch immer der Klassiker. Meine Zuschauer beschweren sich, ich beantworte die Kommentare nicht wirklich. Meine Mitspieler beschweren sich, ich soll auch mal was anderes machen als Kommentare beantworten und wenn es geht, auch mal spielen, so auf die Art. Aber ja, Klassiker halt. Da habe ich jetzt dann schnell alles starten lassen. Ihr könnt übrigens auch Flugzeuge, die nur nicht vollständig repariert sind, starten lassen. Die werden euch zwar unten im Menü nicht angezeigt, aber ihr könnt die manuell auswählen und dann starten. Genau. Auf jeden Fall ging die Luftwaffe jetzt da hoch. War natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt ein Flugfeld verloren. Der Gegner geht jetzt auch auf die klassische, ich schicke mal immer unbekannte Luftaufklärer. Also, ja, unbekannte, genau. Also man schickt einfach Luftaufklärer rein und die sorgen für Sicht und dann schieße ich damit schwere Artillerie drauf, Taktik. Die ist sehr beliebt, benutze ich auch öfters mal gern. Alternative Version davon ist, ich spam den Gegner mit Fallschirmjägern tot. Das geht natürlich auch und die stürzen an den Admins ab. Oder man sieht zumindest die Luftabwehr, schießt damit schwere Artillerie auf die Luftabwehr. Und die sprayt so sehr, dass man dann doch alles trifft. Funktioniert vor allem bei Admin-Gespam sehr gut. Gegen den Luftwaffenspieler klappt es auch ganz gut. Kann ich gleich mal die Vermutung überprüfen. Wir haben hier einen Widerstand von 750. Okay, hier auch. Okay, ein Flugfeld. Geht genauso schnell kaputt wie alle anderen Gebäude. Also Produktionsgebäude. Allerdings ging Produktionsgebäude auch schnell kaputt. Also im Vergleich zu so einem HQ, das hat 4500, hat es 750, ein Witz. Aber ja. Also, mein Plan von vorher dieses Mal umgesetzt. Nicht optimal, weil ihr seht, uns fehlen die Ressourcen. Aber hier dieses Mal mit Blitz und Fanatismus einfach einen Angriff koordiniert. Die Einheiten vom Verbündeten kamen zu spät, aber seht ihr die Spitfire? Die können hier quasi rumkreisen und den Schaden fressen und dann rausfliegen. Das ist auch sehr sinnvoll, deswegen schickt man die gesamte Luftwaffe rein, dass da einfach niemand richtig stirbt. Und da habt ihr jetzt gesehen, ohne Kommunikation ein Riesenproblem, ein absolutes Desaster. Man hat die ganze Zeit, das war so ein bisschen wie das Deutschland gegen Portugal Spiel, so man hat so die ersten 10 Minuten, man schießt die ganze Zeit aufs Tor und man denkt, eigentlich müsste ich durchkommen und wieso führen wir eigentlich nicht? Und dann schießt der Gegner auch noch ein Tor und steht 1-0 für Portugal. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Also jetzt müssen wir doch am Ende irgendwie noch 4-2 gewinnen optimalerweise. Nein, aber der Vergleich war wirklich sehr gut. Den habe ich auch da im Livestream gebracht. Da war das Spiel noch nicht so lange her. Und der hat einfach wunderbar gepasst. Wir sind überlegen, wir müssten eigentlich gewinnen. Der Gegner hat total verkackt. Und irgendwie kriegen wir das Ding einfach nicht rein. Aber gut. Ja, natürlich funktioniert so eine Taktik nicht so oft. Also nicht immer. Die Aufklärer werden natürlich inzwischen abgeschossen von mir. Die Luftabwehr wird hier positioniert und inzwischen haben wir auch mehr Punkte, nicht mehr Geld als der Gegner, aber zumindest mal bessere Ausgangsposition und da rächt sich jetzt die schwere Artillerie vom Feind, weil, naja, klar, wir haben mehr Punkte und so, aber die haben auch mehr Geld, aber trotzdem haben wir die gefährlicheren Einheiten auf dem Feld. Was hat der Gegner? Jetzt mit Luftabwehr komplett eingebunkert. Schwierig, also keine Luftabwehr, auch ein Fehler, aber nur mit Luftabwehr einbunkern, habt ihr gesehen, bringt gar nichts. Man muss auch mit Luftwaffe die Einheiten dann über der Luftabwehr halten, bevor sie Schaden anrichten können. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Sehr teure Artillerie, die ihm jetzt nicht mehr wirklich viel bringt. Bunker, die sich per Definition eines Bunkers schlicht und greifend nicht bewegen können. Und ja, okay, hier dasselbe Spiel nochmal. Also ihr seht, das ist sehr monoton. Aber das ist so eine Sache, die frage ich mich in Filmen auch sehr oft. Natürlich machen die es nicht, aber also wir haben irgendeinen Charakter mit irgendeiner tollen Spezialfähigkeit in irgendeinem Actionfilm oder auch, lässt sich auf viele andere Genres auch übertragen. Bleiben wir bei dem Beispiel und die funktioniert einmal nicht. Oder andersrum, sie funktioniert einmal und richtet sehr viel Schaden an und dann benutzen die nicht mehr. Rieche ich mich immer tierisch drüber auf, so, warum machen die es nicht mehr? Mach's halt nochmal. Jetzt ist der Film langweilig, aber warum nicht? Und das Gefährliche daran prinzipiell ist, wenn wir jetzt immer wieder mit Bombern hier reingehen, dann baut der Feind ganz viel Luftabwehr und setzt natürlich alles daran, diese Bombenangriffe zu stoppen. Aber gerade Luftwaffe, haben früher immer viele gesagt, Luftwaffe in Rouge OP, soweit würde ich auf keinen Fall gehen, weil ich meine, das kann ja jeder bauen. Selber schuld, wenn man es nicht tut. Nee,
Luftwaffe ist dann OP, wenn man so viel mehr Luftwaffe hat, dass man einfach komplett outnumbered wird und zwar die ganze Zeit und gar nicht mehr gegen ankommen kann. Aber das ist immer so, in jedem Strategiespiel, mit quasi allem. Wenn ich da jetzt 100 Tiger spawnen würde, hier, käme der Feind auch nicht mehr gegen an. Also liegt nicht in der Luftwaffe. Luftwaffe tut halt immer so besonders weh, weil die halt kurz kommt, Schaden macht und wieder geht. Andererseits so 100 Tiger, die in der Basis stehen und einen ausschalten, die tun auch weh. Also ist, glaube ich, eher so eine subjektive Wahrnehmung. Ja, hier hatte ich keine Listen mehr. Also habe ich noch versucht, so schnell wie möglich meine Luftwaffe hochzubekommen, weil ich wusste, ja, das war's, RIP. Und der Jagdflieger hier, ja, der hatte jetzt Pech. Also nein, eigentlich hat er ja Glück. Also ich kann ihn nicht benutzen. Er blinkt weiß, das heißt, er hat keine Munition mehr. Aber er lebt noch. Kann man sehen, wie man möchte. Aber gut. Was ich jetzt hier an der Stelle auch wieder feststellen muss, wir hatten immer das Problem, dass wir beim Feind nicht durchkamen. Und ihr habt auch vielleicht gerade eben gesehen, ich greife hier an und die feindliche Luftabwehr hat große Teile meiner Luftwaffe vernichtet. War ich einfach dachte, okay, wir haben jetzt wieder dieses... Ich kenne die Tricks und ich falle trotzdem drauf rein. Man kann sich der Psychologie nicht entziehen. Das ist so ganz wichtig. Das muss man sich bei allen merken, auch beim Marketing. Wenn jemand sagt, Marketing wirkt bei mir nicht, dann hat er Marketing nicht verstanden. So ein kleiner Tipp am Rande. Ich hatte hier das Gefühl, ich habe die Luftwaffe ausgeschalten und ich dominiere hier hart mit meiner Luftwaffe in jederlei Hinsicht. Was habe ich dann gemacht? Ja klar, ich bin hier rein mit meiner Luftwaffe und dann wurde ich ausgeschalten. Und es war ein Schock. Also ich wurde nicht komplett ausgeschalten, aber ich habe viele Flieger verloren. Und es war ein Schock, weil ich dachte, der Feind kann mir nichts und auf einmal hat er mir doch was getan. Also was habe ich gemacht? Ich bin zu zögerlich geworden. Schon wieder, da wo ich vorher war. Von zu zögerlich zu selbstbewusst wieder zu zögerlich und... Das äußert sich darin, dass der Feind eigentlich nichts mehr hat, wir aber nicht reingehen. Das ist jetzt hier nicht schlimm, aber würden wir jetzt, wenn wir im Spielmodus 45 oder wären wir im Zeitalter 45, dann sind das hier Minuten, die der Feind prinzipiell nutzen könnte, um sich zum Beispiel eine Wirtschaft aufzubauen. Oder auch im Spielmodus, also noch am Anfang, 39, könnte er damit irgendwas Gefährliches noch vorbereiten, wenn das Spiel noch nicht wirklich entschieden ist und die Strukturen noch nicht so festgefahren sind, wie sie jetzt eben zu dem Zeitpunkt des Spiels schon sind. Deswegen reingehen. Also man sieht es ja in meinen Replays aus der Godview sehr häufig. Da ist Platz, da kann man rein, da kann man Schaden anrichten, da kommt man vermutlich durch. Und meistens verlieren die Leute nur, weil sie nicht angreifen, nicht weil sie angreifen. Auch wenn man natürlich im Angriff Nachteile hat. Aber das gilt für alle Strategiespiele. Es gilt auch für sämtliche Spiele mit einem taktischen Anspruch, sage ich mal. Selber hat man ja auch bei klassischen ESL-Shootern beispielsweise, dass man einfach als Angreifer immer den Nachteil hat, dass man angreift, aber den gigantischen Vorteil hat, dass man bestimmt, was passiert, wo es passiert, wie viel es passiert und der Gegenpart nur reagieren kann. Verteidigen ist also einfacher, angreifen ist aber, wenn man es gemeistert hat, deutlich effizienter. Und wir sind hier weit weg davon gewesen, das zu meistern. Aber als man gesehen hat, okay, mit Bombern hier durch gegen die Luftabwehr hatte ich echt ein Problem. Aber als wir es koordiniert haben, mit allem auf einmal drauf sind, Listen richtig eingesetzt haben, da hat man schon sehr schnell gesehen, in welche Richtung das geht, wenn man das richtig macht. Und da hat er jetzt noch, das war jetzt auch gut gemiked und noch Fanatismus draufgepackt, dass er das gewinnt und jetzt die Kaserne erobern kann. So, das ist sehr wichtig. Und ja, ich denke mal, viele Spieler hätten jetzt den Fehler gemacht, weswegen der Feind das hier auch tut, dass sie versuchen, unbedingt diese schwere Artillerie auszuschalten. Weil, ich meine, es sind 210 Punkte, also 210 Dollar. Schon nice, die auszuschalten. So einfach, das lockt. Aber ganz im Ernst, entscheidet die Artillerie noch das Gefecht? Ist die so relevant? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es irrelevant. Also okay, jetzt mein Flugfeld mal raus oder ausgeklammert. Aber eigentlich sind es da 210 Dollar, aber ich finde, man sollte so ein ganz anderes Mindset eigentlich haben. Man sollte nicht so rangehen, wie viel kostet es, sondern wie gefährlich ist es. Wenn er da 210 Dollar hat, die mir nichts anrichten können, angenommen, der baut hier drei Bunker da hinten und ich vernichte die, dann gibt mir das Punkte und so, aber mir hat es nichts gebracht. Hat er jetzt hier drei Tigerpanzer und ich schalte die aus und kann danach über die Brücke, dann, kann man auch mehr als 120 Dollar ausgeben. Also klar, natürlich, der Geldwert der Einheiten ist so ein gutes Maß, das ich auch ständig benutze für Kalkulation und Abschätzung und so weiter. Aber darf nicht als absolut betrachtet werden.
Und ja, da habe ich jetzt komplett übertrieben. Da bin ich jetzt, das war jetzt dumm. Das war so klassisches, stupides, ich will jetzt, dass das Gefecht zu Ende geht, nochmal rein und ich dachte irgendwie, da steht mehr und hier steht weniger und da steht auch weniger. Darüber reden wir nicht, das war nicht mehr rational, das war eher emotional entschieden, da jetzt reinzugehen. Macht sowas nicht. Auch wieder leichter gesagt, als es ist. Aber gut, hier können wir jetzt dann wirklich vorspulen. Wir haben alles weggebombt, was man nur wegbomben kann. Die Gegner haben, wie erwähnt, es war auch okay, die Gegner hatten deutlich weniger Spielzeit als wir. Eigentlich ist es peinlich, dass wir so lange gebraucht haben, um durchzukommen. Aber ich habe mir jetzt gesehen, durchfahren. Es ist noch eine Kleinigkeit passiert, und zwar Philipp hat hier so einen Fehler gemacht, bei dem ich immer ein bisschen ausraschte, wenn es passiert. Er ist stehen geblieben. Und ich habe ihm dann gesagt, er soll die weiterschicken. Interessanterweise ist er dann aus dem Spiel rausgeflogen. Ich habe ihn nicht gekickt. Das geht gar nicht. Aber ich war eigentlich sehr froh drum. Weil dann konnte ich jetzt mit dem Business machen, was man damit tun sollte. Und zwar nicht stehen bleiben. Losfahren. Die Dinger sind eh schon langsam genug. Da müssen sie nicht auch noch eine Weile stehen. Ah, und hier haben wir noch eine Micro-Geschichte, die ich voll verkackt habe. Ich habe hier einen Aufklärer. Da steht eine 90er Panzerschutzstellung. Und da kommen sie im Moment. Schwierige Situation. Was tue ich? Ich glaube, mit dem Biss fahre ich einfach weiter. Die 90er Panzerschutzstellung kann hier nichts anrichten. Mit den Saus gehe ich nach rechts. So weit ungefähr hier, dass ich noch da drauf feuern kann. Und die Leflies stelle ich irgendwo hier hin, sodass die 90er Panzerschutzstellung nicht drauf schießen kann. Aber meine Leflies auf den Semovente. So weit, so logisch, so einfach. So, was soll man denn sonst machen? Und oh boy, ist das viel schief gegangen. Also erstmal, dieses Ding hier schaltet mein Aufklärer aus. Gleich. Was übel wird. Dann, Semovente hat eine extrem hohe Reichweite. Der kann hier meinen Sau erwischen und deswegen kann mein Saupanzer, weil er jetzt flieht, nicht dahin fahren, wo er eigentlich hin sollte. Das bedeutet, meine Leflies stehen da komplett scheiße und erreichen den Semovente nicht. Und ich muss eigentlich auf den Semovente drauf fahren. Habe ich nicht gemacht. Dann habe ich die auch noch stehen lassen, weil ich vergessen habe, dass da Artillerie ist. Also die hat mich dann doch schon mehr genervt, als sie jetzt sollen. Und dann hatte ich noch das Problem, dass ich einfach nichts mehr gesehen habe, keine Sicht mehr hatte. Nichts. Damit ist das Ganze hier ziemlich gescheitert. Und zwar ziemlich. Also okay, ich habe jetzt den Bunker noch zerstört und so. Aber wäre das innerhalb eines Gefechts gewesen, in dem es noch um was geht, dann wäre das ziemlich peinlich gewesen. Da seht ihr mal, wie Theorie, teilweise eine wunderbar klingende Theorie von der Praxis, hart zerstört werden kann. Also es war schwierig. Aber gut, was immer funktioniert, im Endeffekt, und das sage ich ja, erzähle ich ja gern die Geschichte, als ich damals Rouge zum ersten Mal gespielt habe, die Demo auf meiner PlayStation 3, da habe ich gelernt, dass wenn Tigerpanzer, feindliche Tigerpanzer in der eigenen Basis stehen, dann hat man ein Problem, da kommt man auch nicht mehr raus. Deswegen sollte man verhindern, dass feindliche Tiger in der eigenen Basis stehen. Und ja, hier haben wir jetzt eben die Bisspanzer, die einmal kurz aufräumen, die nicht stehen bleiben dürfen. Ah doch, hier habe ich sie stehen gelassen, kurz tatsächlich wegen dem Winkel. Also wenn hier Einheiten gestanden wären, hätten die da nicht drauf feuern können. Weil es dann klar war, okay, wir zerstören das Haku so oder so. Sind wir rein. Ich glaube, ich hatte mal wieder keine Listen. Also ich hatte echt kontinuierlichen Mangel an Listen. Und da gehen wir jetzt rein und da seht ihr, da haben wir jetzt einen Freekill quasi, der sehr viel Schaden macht. Und sehr viele Punkte, also da jetzt mal drauf gucken, sind wir bei 3900. Das wird gleich ziemlich in die Höhe schnellen. Aber, also Relation, wir haben da jetzt so 5, ja, wobei fast 10% der Gesamtpunkte gemacht mit dem Angriff hier. Wenn wir jetzt im Sakun so noch mitrechnen, war es wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Aber das war, der Angriff hier, der war nicht entscheidend. Alles davor war entscheidend. Das war das Ergebnis der Angriffe davor. Ja, hier Klassiker, der Grund, einer der Gründe, warum man, wenn man eigentlich total verloren hat, den Rouge noch gewinnen kann, da bin ich das lebende Beispiel, perfekte Beispiel dafür eigentlich, die gewinnende Seite spielt unsauber, die passt nicht auf, die Einheiten da drin, die dürften da schon längst nicht mehr drin sein und dass wir da jetzt irgendwie so versuchen mit 2 Einheiten Infanterie drauf zu gehen, obwohl wir eigentlich größere Armeen und so weiter haben, ist eigentlich peinlich, also da könnte man noch ziemlich viel Schaden anrichten. Ich war schon so skeptisch, weil wir hier irgendwie nicht durchkommen, dass ich angefangen habe, Admins zu bauen, obwohl ein Flugfeld deutlich sinnvoller gewesen wäre. Aber ich hatte ja jetzt auch zum Glück ein paar französische Panzer und ich habe mich da so mächtig gefühlt, weil
sehr lange im Spiel hatte ich Luftwaffe, die dauerhaft der Gefahr ausgesetzt war, am Anfang vernichtet zu werden, weil wir keine Luftabwehr hatten und das mit dem anderen Briten, mit den Spitfire schlecht koordiniert war und ich da einfach abgeschossen wurde die ganze Zeit. Und irgendwie hatte ich halt nur Luftwaffe und nichts auf dem Boden und war auch immer so ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Und wenn man dann auf einmal so eine Armee-Bisspanzer hat, gut, das war 45 gegen den Deutschen, da ist eine Armee-Bisspanzer jetzt nicht mehr so geil, aber es war dann schon schön, so ein bisschen durchfahren zu können, wenn es drauf ankommt. Also richtig Schaden anrichten zu können. Und ja, da haben wir jetzt, der Feind hat sich eingebunkert, der Klassiker. Aber was mir gegen Einbunkerungen macht, vor allem als Brite, haben wir ja erklärt, da geht nochmal schön mit dem Lancaster drüber und dann ist da gar nichts mehr, das irgendwie eingebunkert ist. Und dann läuft es auch. Hier habe ich jetzt gewartet, bis ich einen Luftaufklärer habe. Dafür muss ich ja schon ein Flugfeld bauen, dafür muss ich das Geld dafür haben. Und dann muss ich den Luftaufklärer bauen, dafür muss ich auch das Geld haben, dann muss ich ihn näher schicken. Hat ein bisschen länger gedauert, aber dann habe ich gesehen, ah, da ist tatsächlich nichts mehr drin. Cool, hätte ich mal alles sparen können. Und dann bin ich mit den Bisspanzern eben noch Richtung Gegner. Und der hat dann Folgendes gemacht, hat sich in den Wald zurückgezogen. Was ich ein bisschen nervig fand, weil der Wald ist relativ groß und meine Bisspanzer haben eine sehr kurze Reichweite. Und deswegen, ich wollte die jetzt ausschalten. Es war einfach, das Gefecht war zu Ende. Ich wollte mir mein Biss jetzt so ein bisschen Spaß haben. Ich habe ja auch alles gesehen, dadurch, dass das letzte Gebäude ausgeschalten war. Aber tatsächlich waren ein paar Einheiten zu weit drin. Also ich wollte meinen Zuschauern zeigen, hey, fahrt mit dem Bisspanzern einfach rein. Was ich auch gemacht habe dann. Aber die haben dann noch ein bisschen Schaden kassiert und da hinten wäre auch noch Pack gewesen. Das ist natürlich schwierig. Aber sehr vorbildlich, da hat man gesehen, ich habe gegen den Abonnenten gespielt. Bis zum letzten Kübelwagen wird da gekämpft. So wie sich es eben auch gehört. Werfen wir einen Blick auf die Analyse. Da haben wir dann am Ende ein bisschen mehr Geld eingenommen als der Gegner. Wenn man sich aber mal anschaut, woran das lag, dann fiel auch an HQs. Ich hatte ja 2 HQs. Und trotzdem hatte Philipp hier nicht am wenigsten Einkommen bei den HQs. Man kann das übrigens nicht sortieren, habe ich gerade eben festgestellt. Ja, also wir hatten halt einfach, das Spiel ging halt länger und wir haben am Ende das Geld bekommen. Das ist ein sehr guter Indikator dafür. Und eben noch durch die Admins. Und wenn man das mal abzieht, die Differenz, dann sieht man, dass wir eindeutig weniger Geld hatten. Das ganze Gefecht über. Wahrscheinlich sogar deutlich weniger Geld. So warte ich die meisten Verluste natürlich bei der Luftwaffe. Mal kurz gegenrechnen. Hat sich aber noch gelohnt. Auch nur gerade so. Also da habe ich am Ende viel verloren. Ich habe auch viele Gebäude verloren, was echt nicht sein muss eigentlich. Als Gewinner verliert man im Regelfall keine Gebäude. Das war ein bisschen schwierig. Meine Luftabwehr hat sich nicht wirklich gelohnt. Meine Panzer haben sich am Ende gelohnt. Ja gut, waren ja aber auch nicht meine. Also ja, meine Frag Rate war okay, aber es lag primär an den Panzern. Also meine Luftwaffe war nicht gut gespielt. Also ich habe auch die zweitmeisten Verluste. Ist natürlich schwierig. Ansonsten, was können wir noch anschauen? Also der Deutsche hat natürlich einiges an Artillerie verloren, aber es lag daran, weil er die italienische übernommen hat. Das kann man also auch nicht so ganz beurteilen. Und am effizientesten war definitiv die Luftwaffe von nicht der Wendler hier, der 2000 Punkte mit der Luftwaffe gemacht hat. Ansonsten war noch gut, ja, seine Artillerie leider, wobei ich sagen muss, das war wahrscheinlich primär die Luftabwehr, die meine Luftwaffe ausgeschalten hat. Hier hatten wir noch ganz gute Artillerie, Luftwaffe und der Rest war eigentlich so ganz durchwachsen. Aber gut, dann war es jetzt mit dem Replay. Ich würde mich extrem über einen Kommentar freuen, weil es war mal wieder so ein klassisches wie früher, so ein totaler Krieg-Replay von mir. Jetzt nicht strategisch krass anspruchsvoll, aber ich konnte zumindest ein bisschen was erzählen, weil ich eben selber mitgespielt habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.